weiter und so fort. Hallo, mein Name ist Helmut, komme aus Tirol und ich zeige in diesem kurzen Video, wie man Stairway to Heaven von Led Zeppelin als Solostück auf der Ukulele spielen kann. Ich beginne mit dem ersten Takt, A-Moll. Dann Zeigefinger, erster Bund, vierte Seite und der Ringfinger, zweiter Bund, erste Seite. Dann kommt ein C. Und ein D. Spiele die ersten zwei Takte bis hierher. Ganz langsam. 3, 4. Noch einmal. 3, 4. Mit einer kleinen Pause. Und dann ein G und zweimal ein Moll. Spiele die Takte 1, 2, 3 bis zu dieser Stelle her. 3, 4. Dann kommt der erste Schluss, 087. Oder ich kann sliden. Und dann wird der erste Teil wiederholt. Dann kommt der zweite Schluss, 02. Und dann kommt der Teil B. Ich beginne mit dem C. 3, 4. E. Diese Stelle, ein D-Griff mit einem ganz schnellen Hammer-On. Spielt ganz langsam von hier weg bis zu dieser Stelle, also von 02, 3, 4. Ich spiele es komplett vom Anfang an, zunächst mit dem ersten Schluss und dann Wiederholung mit dem zweiten Schluss und bis zu dieser Stelle hier. Von Anfang an. 3, 4. Und jetzt kommt der zweite Schluss mit diesen Fünfern. Barré, zweiter Bund, kleiner Finger 5, dieser Teil. Und dann kommt der F Major 7. 2x5. Dann kommt es zu einer Wiederholung und dann kommt der geschlagene Teil. Auftakt ist ein G.
dann geht's los mit A-Moll. Dann der kleine Finger auf den Dreier. Ich spiele es von hier bis zu dieser Stelle her. Also der reine A-Moll-Teil bis hierher. 3, 4. 3, 4. 3, 4. Dann kommt der Zweier her. Dann D. Also bis hierher klingt es. Spiele vielleicht mit diesem Auftakt, mit dem G-Akkord, von hier bis zu dieser Stelle. 3, 4. Und jetzt 7, 5, 5, 6, 3, 3, 4. Also im Zusammenhang, spiele von Anfang an den kompletten geschlagenen Teil. 3, 4. 0,2 wieder, C, spiele von hier bis zum A-Moll, 3, 4. Langsam, beginnen mit 0,2, 3, 4.